Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toast mit Let's Play Skyrim die Unendliche. Wir sind hier bei dem Quest Die Ehre des Blutes und wir müssen die Schluchtfeuer erhexen. Jetzt müssen wir nicht, aber könnten wir optional nämlich vernichten und das machen wir doch auch gleich, ja. Und ja, wir sind da jetzt bei Nummer 3 angelangt. Wir suchen jetzt die Nummer 4. Wir hatten dann einen Hund dabei, aber anscheinend ist der leider entweder verloren oder draufgegangen. Da gibt es Elche ohne Ende. Wir haben da jetzt ein paar Targets da drauf. Was haben wir da ausgerüstet? Blatter Schmarrn. Ah, das wollten wir nicht, ja. So, die Jungs. Beschützen, die sind da extrem cool drauf. Da glaube ich ist das nächste Target. Da drinnen, ja, cool. Laufen wir mal schnell rein. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Oh! Schau mir mal zu. Also die Jungs haben ja ein leichtes Spiel mit ihr. Es konnte nicht anders enden. Der Spruch ist immer dasselbe. Aber ich nehme ihnen den Kopf ab und auch die Klaue. Okay. Ah, die steht wieder auf, gell? Ohne Kopf, Leute. Ich finde das Spiel ja so cool. Schauen wir mal, was ist da? Gold. Mountain. Da, die haben in den Fässern, ja. Koch brauchen wir nicht. Okay. Wir haben jetzt die Nummer 4, soweit ich weiß. Schauen wir mal nach. Objekte. Sonstiges, schätze ich mal. 4 Stück, ja. Eine fehlt uns noch. Und die werden wir jetzt gleich mal suchen. Lass uns doch vorbei hier. Und entschuldige, aber ich weiß nicht, warum du eine Hexe bist und warum du böse warst, aber das Schicksal wollte es einfach so. Ne? Daraus. Ups. Ja, Fördbösen ist extrem schwierig, ja. Und da hinten ist noch ein Eingang. Ist das ein Eingang? Ja klar. Ah nee, das ist ein Ausgang. Sorry. Also, die Nummer 5 sollten wir auch noch suchen. Das werden wir auch doch gleich machen. Ich nehme nur einen kurzen Schluck. Die ist da drin, ja, natürlich. Und holt euch was zum Trinken und wir werden das auch noch hinbiegen. Und schlussendlich werde ich dann auch noch den Hund suchen, unseren Sir Faulen Sack, und auch herausfinden, wer den eigentlich getötet hat. Da sind wir ganz falsch, gell? Ich habe mir sagen lassen. Na komm. Vorsichtig! Ja, lass mich doch raus, du Kasperl. Ich gebe euch Deckung. Ja. Dann mal los. Okay. Seht ihr, die ist da hinten irgendwo. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir den Eingang finden. Gibt es da oben noch einen Eingang? Also ich sehe da wirklich nichts. Da, Veränderung, Kerzenschein, ja. Komm her.
Da irgendwo ist ein Eingang. Da. Schauen wir mal. Ich glaube, da waren wir schon. Das kann es nicht sein, gell? Ne? Da waren wir schon, aber... Trollfett können wir nehmen. Okay, das war's dann auch schon. Da drüben, da können wir nicht hin, irgendwie. Ne, da geht nichts. Aber wir könnten ja, wir haben ja da einen Zauber. Was tue ich denn da blöd rum? Blödsinn, Zerstörung, Illusion war das, ja. Hilse in rechte Hand, komm her. Da runter. Zum nächsten Ziel. Ups. Wo? Da rein. Die Arme wirklich, die konnte wirklich nichts mehr dafür. Okay. Ja, mit den Jungs sind wir echt vorn dabei und Feendal hat uns auch verloren. Ach, da ist er ja schon. Ich hoffe nur, dass unser fauler Sack, sehr fauler Sack, der Hund, ne? Dass der uns nur verloren hat. Und nichts weiter. Ja, da gibt es, glaube ich, nichts mehr. Aber habt ihr gesehen, Feendal kann auch einen Tremora fürs Beschwören. Dann haben wir drei Jungs auf der Palette. Das finde ich so cool. So, jetzt sollten wir da raus aufkommen. Ja. Wo geht's denn raus? Da, okay. Ist schon ein bisschen verzwickt. In meinem Zustand um die Zeit. Wenn wir den Hund verloren haben, dann in der großen Halle. Nämlich hier. Da geht's raus, okay. Fürst und ich suche mal kurz den sehr faulen Sack und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind aus der Höhle heraus. Ich habe ihn nicht gefunden, unseren Hund, und ja, ich schätze, vielleicht ist er auch da schon draußen irgendwann einmal draufgegangen, aber wir werden das, glaube ich, auch erst bei Durchsicht des Videos erfahren. Wir reisen da aber grundsätzlich mal zurück. Wo müssen wir hin? Zu? Ja. Weißlauf. Oder? Ja, genau daher müssen wir. Und? Schon gereist. Okay. Wenig ist über die rätselhaften Zweiglinge bekannt, außer dass sie die Wälder heim Himmelsrand als heilig betrachten und sie mit ihrem Leben verteidigen. Ja, aber warum ihr uns dann dauernd angreift, Leute, das muss auch nicht sein. Ich finde euch extrem cool, würde euch auch gern helfen, aber kaum sind wir in der Nähe und dann gibt's schon
Echt pipapo. Hm. Ich habe kein Problem. Ja, wenn du das sagst, ja, wir halten uns auch zurück. Bei den Göttern! Was? Ja, du hast recht. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Aufgebracht, die Maske anzugreifen. Was ist jetzt los? Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, die Maske anzugreifen. Die Maschen haben die erledigt. Die silberne Hand. Alter, was ist denn da jetzt? Die silberne Hand. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, die Obaske anzugreifen. Die meisten haben die erledigt. Aber ein paar konnten fliehen. Das kann ja nicht sein. Und du halt endlich die... Ah. Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Ja, Ayla, ich finde dich ja extrem cool und dich auch, ne? Aber da hat sich ja einiges getan. Wir schauen einmal rein. Wir müssen Rückmeldung erstatten. Den Hexenkopf zurückbringen und ja. Ja, da tut sich ja einiges. Leute, wenn ihr jetzt gesehen habt, wann unser Hund gestorben ist. Ich habe Kotlaks Befehl ausgeführt. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Ja, was denn glaubst das du? Das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvaskr angegriffen. Wir konnten sie abwehren. Aber der alte Kotlak, er ist tot. Nee. Kam sonst noch jemand zu Schaden? Nein. Aber sie haben sich mit all unseren Wutratfragmenten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvaskr werden erklingen. Ja. Wir werden Kotlak rächen. Genau. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Da kannst du Mut drauf verwetzen. Begonnen. Eine gerechte Rache, Leute. Bring die Fragmente von Mutrat in deinen Besitz. Optional vernichte die silberne Hand. Optional. Ja, da gibt es nichts mehr optional. Wir werden die vernichten. Einfach so. Ja. Dazu rüsten wir uns auch gehörig aus. Nämlich. Ja, komm her. Schaut auch schon besser aus, ja? Okay, Wilkas. Feendahl wird sich, glaube ich, verabschieden, ne? Beim nächsten Quest. Und wir werden... Da schaut sie aus. Ich muss da in die... Echt, wie ist denn das? Farka Strauert, ja. Die ist echt gemein. Die ist echt böse. Aber... Kotlak, alter Freund. Was ist denn da passiert? Wie kann denn dir das passieren? Ah, fuck yo. Was ist denn das? Das ist eine silberne Hand. Okay, gut. Das war unser Schmied, der die ganze Partie zusammengehalten hat. Leute, ich mach da mal einen kurzen Schnitt und werde dann mit Wilkas auf Rache-Tour gehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso. Ciao.